Herzlichen Dank, Norbert, für die freundliche und persönliche Einführung. Meine Damen und Herren, danke, dass ich hier heute Nachmittag mit Ihnen sprechen kann. Nachdem Sie jetzt gerade BBC erlebt haben und ja sicher Medienkonsument sind und gewohnt sind, Programme zu wechseln, möchte ich Sie einladen, Ihren Knopf zu drücken und auf die ARD zu gehen und dort eine Reportage über Domestic Fair Trade, über das, was bei uns hier in Deutschland passiert, rund um Fair Trade anzuschauen, anzuhören, zu erleben, einige Eindrücke zu teilen, sodass wir die Diskussion aus dem internationalen und aus dem deutschen Blickwinkel nachher gemeinsam führen können. Als Wissenschaftler beschäftigt mich seit mehr als 10 Jahren die Werteentwicklung in der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Ja, Werte spielen in dieser Branche, die nun meine Branche ist, wo ich zu Hause bin, in der Tat eine große, wenn nicht die größte Rolle. Schauen wir zurück. Wie war das Leitbild in den 50er Jahren? Was war der Leitwert? Genug zu haben, alle Menschen satt zu bekommen. Das ging auch in die 60er noch und dort begann es dann langsam und in die 70er, 80er hinein, sich auf neue Werte zu orientieren, nämlich Qualität und Frische zu günstigem Preis. In den 90ern dann ging es um einen uns allen als sparsame Deutsche vertrauten Wert billig. Der Discount explodierte. Und so ab 2002 mit der BSE-Krise erleben wir eine ganz andere Explosion hier in Deutschland. Eine Explosion rund um Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Eine Explosion, die vor allem von Handelsunternehmen getrieben ist. Eine Explosion, die ein vielfältiges Wertebewusstsein bewirtschaftet und Wertschöpfungspotenziale nicht nur in Fair sieht, sondern nach all den Pioniertaten, über die wir eben gerade gehört haben im Fair-Bereich, auch und insbesondere auf Werte wie Bio, regional, saisonal, slow, wenn Sie an die Slow-Food-Bewegung denken, tiergerecht, und eben auch fair kalibrieren. Ja, das wird getrieben von den Großen. Das ist nicht mehr in der Hand der Pioniere. Ja, das wird getrieben vom Handel und von den Verarbeitern, nicht von den Erzeugern. Und wenn Sie dann noch überschauen in die handwerkliche Lebensmittelverarbeitung, ja, da gibt es auch einen Wert, der ganz nach vorne geschoben wird, nämlich das handwerkliche Verarbeiten. Das ist wieder ein anderer, deren Werke machen wir jetzt nicht in Bio und die machen auch nicht in Fair. Das heißt, wir beobachten am Markt eine Differenzierung und auf diesem Hintergrund bitte ich Sie auch die Einlassungen und Informationen, die ich jetzt mit Ihnen teilen möchte, immer wirken zu lassen. Ich glaube, dass Produzieren, Verkaufen und Konsumieren fair geht, aber es ist ein weiter Weg und wahrscheinlich auch nur in Verbindung, in Kombination mit anderen Werten. Ich teile nicht ganz dein Bild von heute Morgen, Norbert, dass fair die Narbe ist, und da gibt es dann verschiedene Speichen, die zusammengehalten werden rund um fair. Das würde meines Wissens zumindest in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, so wie sie jetzt sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland ausdifferenziert und weiterentwickelt werden, zu kurz gesprungen werden. Wir müssen uns einfach damit stellen, dass es zwar eine faire Stiftung gibt, aber es gibt natürlich da draußen einen Markt für alles mögliche andere an Werten und fair ist ein Wert. Und ich freue mich auch da auf die Diskussion, weil die Frage ist natürlich, wird er jetzt klug bewirtschaftet oder nicht? Oder wer diskontiert, so wie Sie im internationalen Blick, Herr Kunz, das gezeigt haben, auf einmal aufgebaute Wertepotenziale rund um fair oder um Bio, das findet nämlich überall statt. Und wir haben ja auch mittlerweile Bio im Discount. Also es geht, meine Damen und Herren, um Aufwertung und um solche Werte und um Abwertung. Und einige werten auf und versuchen ihren Markt damit zu machen und andere werten dann ab, weil da draußen gute Geschichten erzählt werden, eben von Bio bis Fair, um all die Werte, um die es möglicherweise gehen kann und um all das, was dann besiegelt werden kann und auf irgendwelche Verpackungen dann ausgezeichnet werden kann. Weil die Verbraucher wollen ja wissen, was kaufe ich da jetzt? Und das Neueste, was eben auf die Verpackungen kommen soll, ist ein Regionalfenster, damit wir wissen,
Wenn wir den Wert regional teilen, dann sollten wir Produkte mit diesem Regionalfenster kaufen. Dass da nur 60% Produkte aus der Region drin sind, dass diese Region eben 200 Kilometer Umfang hat, das ist eine Aufgabe dann für Foodwatch oder andere Watch-Organisationen, uns arme, malträtierte Verbraucher auch darüber aufzuklären und zu gucken, wollen wir dann ganz auf Nähe schalten, wollen wir dann nur noch im Umland kaufen, also von Darmstadt bis in den Taunus oder was machen wir hier in Frankfurt. Wir sind ja nicht in der glücklichen Lage, die Hammersdorfer Landwerkstätte, die du eingangs erwähnt hattest, vor München zu haben, die in der Tat da einen anderen Weg gegangen sind und um es gleich an dieser Stelle auch ausdrücklich zu machen, die vor 4 Jahren damit angefangen haben, Fairprämien direkt für die Bauer beim Konsumenten zu kommunizieren. Wer also Fleisch und Wurstwaren gezogen hat, wusste, 5% des Kaufpreises für 100 Gramm gehen direkt an die bäuerlichen Gemeinschaften, die die Tiere halten, um einen weiterentwickelten Tiergerechtheitsstandard zu machen. Also im Kleinen geht das, wenn Sie einen Kettenintegrator in diesem Fall, wie die Hammersdorfer Landwerkstätten haben, der das glaubwürdig kommunizieren kann an die Verbraucher und Verbraucherinnen. Und es ist in der Tat eine Hauptkommunikationsleistung, die dahinter steht. Es geht um Markengestaltung rund um Werte. Das ist keine ethische Abwertung von Werten. Und ich bin auch kein reiner Ökonomist im Sinne, dass für mich nur das ethisch gut ist, was ich rechne. Es gibt immer ein darüber hinaus, was eben Fuß fasst in Pioniermärkten und von denen dann in den Markt gebracht wird. Aber es geht und es geht mit Aufwand und es ging aber in Hermannsdorf nur zweimal. Beim dritten Versuch, den Konsumenten und Konsumentinnen nochmal 5 Cent mehr abzunehmen, sagten die, nee, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Da gab es großen Stress. Also muss jetzt geguckt werden, was von den Einnahmen, die rund um Fleisch und Wurst waren, gemacht werden, an die Verbraucher gehen. Da sind über die Strecke natürlich auch in Deutschland, genauso wie der Kunst das international gezeigt hat, große Probleme zu erwarten. Faktisch begleite ich eben jetzt seit etwa 10 Jahren verschiedene Verbände in Deutschland beim Erschließen des Themas Fair. Und deshalb habe ich deine Einladung auch gerne angenommen, weil ich da mitten in der Diskussion bin, wie kann man das denn praktisch umsetzen? Wie hinterlegt man das? Muss das standardisiert werden? Muss das auditiert werden? Brauchen wir wie bei Bio den Gesetzgeber, der, Sie wissen das, in der Folge von 2002 mit einem EU-Standard einen gestalteten Markt geschaffen hat? Braucht es das jetzt auch für fair, zumindest in der Kombi faire Lebensmittel? Große Frage, auf die wir vielleicht später noch diskutieren können. So habe ich beim Bund Naturkost und Naturwaren in der Erarbeitung des Kodex, unter Kodex finden Sie da viel im Netz drüber, mitwirken können, der auf die Werte dieses Verbandes abgestellt hat, im Sinne der Pionierwerte, der in einem zweiten Teil die geltenden Regeln und Sanktionen erfasst hat, sodass allen, die in diesem Bund verbunden sind, klar ist, ja, wir haben uns schon verfasst, wir haben uns organisiert und wer sich nicht an diese gesetzten Regeln und Sanktionen hält, der wird den Verband verlassen müssen oder in eine Mediation gehen müssen. Schritt für Schritt, man möchte ja auch keine Verbandsgebühren zahlende Mitglieder verlieren. Ja, ich bin ebenfalls Berater bei Bio-Fair-Verein. Der hat das schöne Motto, bestes Bio, fair für alle, kettenübergreifend. Habe da in der Standardfindung und Durchsetzung eines Auditierungsverfahrens rund um fair im Sozialbereich mitgearbeitet und ja, dieses Verfahren ist im Markt und mittlerweile bedienen sich etwa 50 Firmen dieses Verfahrens. Sie tun das, um sich am Markt gegenüber dem Handel, hauptsächlich Verarbeitungsfirmen, eine bessere Position verschaffen zu können und bessere Preise zu erzielen. Also da ist eine ganz tiefe Verbindung zwischen diesem ins Wert setzen und einem besseren Preis. Und ich bin auch immer wieder als Moderator bei Naturland unterwegs, die eine Anschlussstelle zu unserem BBC-Programm bieten, weil sie in Deutschland der größte Verband sind, der internationale Rohwaren in den deutschen Markt bringt. Also Nüsse, Gewürze, Tee, wenn Sie da zertifizierte Fische jetzt mittlerweile, genau. Und Naturland hat sich eben auch der Aufgabe gestellt, hier einen Standard zu setzen. Ich will kurz Informationen in 4 Schritten Ihnen geben.
Erstens, welche aussagefähigen und realistischen Standards gibt es? Zweitens, wie wird deren Einhaltung gesichert? Drittens, welche Organisationsform fördert faires Miteinander kettenübergreifend? Und last not least, wie gelingt die Kommunikation in Kundengegenden? Haben wir vielleicht so ein Bild, auf das wir in der Diskussion dann eingehen können. Die Standards, um zum ersten Punkt zu kommen, die ich für aussagefähig und realistisch halte, sind mittlerweile auch in Deutschland vielfältig. Es gibt 5 Standards. Da sehen Sie, wie sich das aufspaltet, wie es wirklich nur um den Markt geht. Da geht es nicht mehr um ein großes Dach oder so, unter dem wir uns alle vereinen können, sondern jeder guckt genau mit seiner Truppe, sei es als Verband oder als Unternehmergemeinschaft, dann dieses Thema zu besetzen, zu bespielen, weil die Tengelmänner, Rewes und Edekas das jetzt auch gerne haben wollen und weil man eben nicht mehr nur im Naturkostfachhandel vermarkten. Es ist richtig Kampf da draußen im Heimatmarkt Deutschland. Zu nennen sind die Standards von Naturland und Biokreis zum Beispiel oder eben von der Unternehmerseite gesetzt, nicht verbandlich, sondern unternehmerisch durchgesetzt vom eben erwähnten Biofair-Verein zum Beispiel. Die Unterschiede, ob nun aus verbandlicher Perspektive oder aus unternehmerischer Perspektive, lassen sich vielleicht hören, wenn ich Ihnen zur Zielstellung von Fair bei Naturland und beim Biofair-Verband ein Zitat gebe. Kommen wir zunächst zum Naturland-Fair-Siegel. Zitat: Ziel der Naturland-Fair-Zertifizierung ist es, mehr Naturland-Mitgliedern weltweit den Zugang zu den Wertschöpfungsmärkten und effizienteren Handelswegen zu ermöglichen, sowie die Werte öko, sozial, regional und fair weiter mit Leben zu füllen. Auf diesem Weg können und sollen sie einen Beitrag zur Verbesserung der Existenzgrundlagen und zur Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe leisten. Bei fairen Handelsbeziehungen geht es nicht um mildtätige Beweggründe, sondern um einen partnerschaftlichen Umgang für Veränderung und Entwicklung durch Handel. Durch ihre Transparenz leisten faire Handelsbeziehungen einen wichtigen Beitrag dazu, Erzeuger und Verbraucher zu vernetzen und die Öffentlichkeit über die ökologische Lebensmittelwirtschaft, soziale Gerechtigkeit und die Chancen für Veränderungen zu informieren. Nur mit Unterstützung der Verbraucher können umfassendere Reformen der Handelsgepflogenheiten gelingen und unsere Lebensgrundlagen bewahrt werden. Zitat Ende. Merken Sie, wie viele Werte da ins Spiel gebracht werden, sehr appellativ und in der Umsetzung dann Schritt für Schritt, weil es ein mühevolles Unterfangen ist im Heimatmarkt, mit 3, 4 größeren Produzenten, Backwaren, Molkereiunternehmen, das dann in die Praxis umzusetzen, ganz zu schweigen von den internationalen Engpässen, die entstehen und mit denen Naturland dann mit der auch schon von Herrn Kunz erwähnten EPA zusammenarbeitet. Und wie heißt es bei Bestes Biofair für alle? Ziele des Vereines sind insbesondere die Erzeugung von hochwertigen, genussvollen und gesunden Bio-Lebensmitteln im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens zu unterstützen. Nachhaltigkeit fehlt da als Wert hier gerade bei Natur. Ökologische Produktionsweisen zu unterstützen, die dem Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, war da auch nicht, und der Kulturlandschaftspflege verpflichtet sind und ihre Weiterentwicklung zu fördern. Den ländlichen Raum zu fördern, indem die Unternehmen dazu beitragen, dass alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Transparenz über die Herkunft und Erzeugung der Rohstoffe und Produkte herzustellen, um damit einen Beitrag zur Verbraucherberatung und zum Verbraucherschutz zu leisten. Ende des Zitats. Punktförmig, mehr kalibriert auf den Raum um die einzelnen Unternehmen, Kulturlandschaft, das findet hier statt, das wollen wir hier sehen, versuchen das zu koppeln mit Tourismus, Klima und anderen Anliegen. Also ein Beleg für meine These, dass diese Standardentwicklung um Werte geht, aber hochdifferenziert betrieben wird und damit nicht mehr alles für jeden sein kann.
In die Details der Standards möchte ich jetzt nicht eintreten, die Zeit ist dazu zu knapp, aber Sie finden auf den jeweiligen Organisations-Homepage alles im Detail, wenn Sie also genau wissen wollen, wie die Rohware nun bewertet wird und wie Arbeitsverhältnis mit Rohware ins Verhältnis gesetzt wird unter Fair-Gesichtspunkten und wie das dann alles bepunktet wird, das ist sehr transparent bei allen Organisationen im Netz präsentiert, spricht auch dafür, dass hier noch ein Wachstumsbereich ist, dass man einlädt, andere zu mitmachen und deshalb sich so ganz offen zeigt und wirbt. Es geht um Werbung. In einem ganz tiefen Sinne, weil wir alle geworben werden wollen und unsere Aufmerksamkeit und unser Kaufverhalten eben einen hohen Preis hat, der über Werte dann eingespielt werden kann. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie wird denn die Einhaltung dieser gesetzten Standards und mal mit Auditierung, mal durch Gruppenüberprüfung dann hinterlegt, gesichert? Wie wird ein faires Miteinander sichergestellt? Das ist alles andere als trivial, weil hier menschelt es natürlich von vorne bis hinten. Deshalb setzen einige auf externe Kontrolle. Die Kontrolle eines festgelegten Sets von zusätzlichen Kriterien im Rahmen einer jährlichen Ökokontrolle zum Beispiel, so wird es vom Biofair-Verein und von den Verbänden Bio-Kreis und Naturland praktiziert. Oder eine andere Form, nämlich die gegenseitige interne Kontrolle in Form von Betriebsgesprächen, die von der fairen Regionalinitiative Bio Berlin-Brandenburg und der Landesarbeitsgemeinschaft der Demeter-Betriebe in Sachsen erprobt wird. Wir sind da in der Tat in einer Erprobung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Listungsgesprächen war. Wir müssen sich also vorstellen, der Mensch, bei dem Sie dann gelistet werden wollen, als Verarbeiter oder auch als Landwirt, der nun im Gemüse vielleicht größere Chargen absetzen will, bei Aldi gibt es ja Bio-Kartoffeln und so als kleines Bild, setzt sich also mit denen zusammen, die das am Markt unterbringen müssen, möglicherweise noch mit Verbraucherorganisationen und alle handeln jetzt irgendwie aus, was der Fair-Aufschlag für die Kartoffel in diesem Fall ist oder für das Fleisch oder für die Eier. Das klingt nach harter Arbeit und deshalb haben die Verbände den Weg der Ferne gewählt und gesagt, ja, wir lassen das von einem Dritten einfach mit kontrollieren, auch um die Kosten in Deutschland niedrig zu halten, weil das war natürlich ähnlich wie im internationalen Geschäft immer das Hauptproblem, wie kriegt man die Kosten runter und wie kriegt man die Kontrollen so an die möglichen Mitmacher, dass sie nur einen geringen Aufpreis zahlen müssen. Und der ist in der Tat im Moment, weil es eben noch um so eine Pionierphase in der Marktgestaltung, auch im Bio-Bereich rund um Fair geht, relativ gering. Das bringt niemand. Das ist nicht so eklatant, wie Sie es uns dargestellt haben. Ja, also es lässt sich kontrollieren, es muss unseren Verbrauchern und Verbraucherinnen gegenüber eine Kontrollstruktur geben, die sicherstellt, dass ein faires Miteinander auch überprüfbar ist. Aber fair nach innen, Arbeitsbedingungen kontrollieren, Lohnkosten kontrollieren, Umgang mit Überstunden kontrollieren, das tun die Kontrolleure noch nicht so wirklich. Wir haben auch in der Arbeit mit dem Bund Naturkosten Naturwaren bei der Identifikation von Baustellen eben das Thema Lohnkosten. Ganz schwieriges Thema. Ist bis heute noch nicht wirklich angegangen worden. Wer sich an die Mediendiskurse rund um Alnatura erinnert, weiß, dass im letzten Jahr Alnatura ein Vorreiter in den Bio-Supermärkten mit Discount-Anfügen Probleme bekommen hat wegen der Bezahlung der Kassiererin. Und es ist dann ein hoher kommunikativer Aufwand war, klarzumachen, ja, hier geht es bei uns nicht nur um Cash, sondern auch um Bildung und um andere Zugänge zu Werten wie Gesundheit, Arbeitsplatzsicherheit etc., die wir unseren Mitarbeitern geben und von daher kann man das eigentlich nicht nur über die Lohntüte definieren. Und hier sind große Baustellen, auch in Deutschland. Es ist noch relativ leicht, einen Aufschlag an den Urerzeuger, den Landwirt zu geben. Sie erinnern sich an das eingangs genannte Beispiel der Hermannsdorfer Landwerkstätten. So hat es auch die Ublender Bauernmolkerei gemacht und sehr erfolgreich ihre Bio-Fair-Milch in den Markt gebracht. Auch da 5 Cent für den Milchbauern pro Liter. Klare kommunikative Botschaft und durchgeführt, kontrolliert und kam im Handel überraschenderweise an.
Man kann diese Kette schließen und Geld, aber man kann sie nicht immer schließen. Das ist dann auch für ein, zwei Jahre bei der Biofair nicht so gegangen. Und ich weiß nicht, wie es, wir werden darüber diskutieren mit Sarah Wiener, in der Gastronomie gehen könnte, wenn ihr plötzlich fair auslobt. Tiergerecht haben wir als Stiftung jetzt einigermaßen im Markt durch unser Projekt Tierschutz auf dem Teller, meine Damen und Herren. Ja, das geht, da machen Gastronomen mit und können dann auch Gerichte entsprechend so ausloben und damit die Kommunikation zu den Kunden und Kundinnen bringen. Aber da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Vorher zum dritten Punkt der eingangs gestellten Fragen. Welche Organisationsformen fördern denn wirklich faires Miteinander und das auch noch kettenübergreifend? Da wird, wie in den anderen Bereichen auch, erst einmal experimentiert. Da wird viel Bildungsarbeit gemacht durch die Verbandsinitiativen mit kettenübergreifenden Treffen rund um alles, was mit FAIR zusammenhängt. Da werden Unternehmensnetzwerke gegründet, die dann allerdings nach einer ersten Gründungsphase sich darauf verständigen müssen, plötzlich eine Geschäftsführung einzurichten. Und kein Unternehmer mag Geld für die Geschäftsführung irgendeines Intermediärs geben. Das haben sie in allen Diskussionen bei Verbänden, haben sie aber natürlich auch bei den Unternehmerorganisationen wie bei BioFair zum Beispiel. Und was erleben wir dann, wie funktioniert es in Deutschland, damit die Organisationsform gefördert wird, damit Geld hineinkommt, um ein faires Miteinander kettenübergreifend überhaupt thematisieren zu können? Wir gehen zu unseren Ministerien und die finden das wunderbar, weil sie es erkannt haben, dass es eine Möglichkeit, den Markt zu differenzieren und weil sie erkannt haben, ja, wenn ihr dann beispielsweise ein Logo entwickelt, dann kriegt ihr für die Logoentwicklung mal 150.000 Euro Förderung. So funktioniert das dann in Deutschland, um wirklich in eine stabile Organisationsform zu kommen. Das heißt, das ist eine gewollte Wertbewirtschaftung auch mit unseren Steuergeldern zur Marktgestaltung und damit wir in Deutschland herauskommen aus dieser Niedrigpreisphilosophie. Das geht nämlich allen in der Kette ziemlich auf den Sack. Die können nicht mehr liegen. Die Margen sind zu klein geworden. Die Bauern sterben, der Handel wird, da werden einige immer größer, aber der Rest darunter geht weg. Und das wollen die Deutschen nicht wirklich so von 5 großen Weltmarktunternehmen in Zukunft satt gemacht werden. Das klingt bedrohlich. Wir haben zu viele andere Erfahrungen, der Weltmarkt wird uns nicht satt machen, sagen viele deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und deshalb konzentriert sich die Politik und fördert alles, was für so eine Komplementärstruktur taugt, nämlich dass wir vielleicht perspektivisch, nehmen Sie mich nicht beim Wort, 80% Weltmarktprodukte in Deutschland, 20% aber Kompetenz noch hier halten, rund um solche Werte wie BioFair etc. Deshalb gibt es Geld dafür. Noch nicht, weil wir damit bessere Chancen haben. Das geht mit den konventionellen Schweinen und Rindern und Mopro-Produkten, also Molkereiprodukten immer noch ohne jede große Bewerbung, weil da heißt Made in Germany, wenn das nach Russland, China oder sonst irgendwie mit Müllermilch oder Fion oder wie die Großen alle heißen. Aber für uns hier braucht es, weil die Bürger sind aufgewacht, Organisationsformen und die werden im Moment staatlich gefördert angeschoben. Auch das ist ein Punkt, den wir sicher diskutieren müssen. Nun zur letzten der eingangs gestellten Fragen. Wie gelingt die Kommunikation dem Kunden gegenüber? Mit den ganz trivialen und bekannten Mitteln der PR- und Werbewirtschaft. Da ist aber auch gar nichts anders. Das ist etwas, was mich eben bei dieser Kettenfrage erzeugen, verarbeiten, vermarkten, verbrauchen, dann so umtreibt, als Philosoph dann eher. Wenn man so sagt, das Medium ist die Botschaft, wenn das alles so ganz konventionell ist, selbst in den Bioläden oder den Naturkostfachläden mit den ganz normalen Werbebannern, Kampagnen und so weiter gearbeitet wird, wie Nestle das auch macht, dann sind wir noch nicht auf der Höhe unserer Kreativität in dieser ganzen Szene, sondern müssen uns überlegen, geht das irgendwie anders? Da fehlt noch ein Glied, nämlich die Kommunikation dieser ganzen Werte, über die wir hier reden. Das geht in der Urerzeugung leicht, bei Öko auch im Bio, da stellen Sie den Bauer hin, der hält dafür gerne sein Gesicht in die Kamera. Aber in der Verarbeitung, die ist hochkomplex. Die ganze Kette
der Lieferung, bis irgendetwas, der Rohlieferung, bis irgendetwas bei uns auf dem Tisch steht, ist eben eine komplexe Kette. Und Sie haben ja mit Herrn Kunz einen Kettenmanager, so hat er sich kurz mal bezeichnet, auch erlebt. Das sind ganz viele Stationen zu bedienen. Da gibt es auch große Lücken. Die Logistik ist nämlich beispielsweise unter Fair, auch im Biobereich oder in dem ganzen Lebensmittelbereich, noch gar nicht erfasst. Auch alles gut für unsere Kreativität. Aber eben die größte Lücke ist, die neuen Bilder zu finden, die wirklich das, was wir unter Fair verstehen, an die Menschen zu bringen. Die entstehen zu lassen. Die kann man ja nicht irgendwo downloaden. Ja, das geht einfach nicht im Download. Da braucht man eine andere Form von Presencing rund um dieses Thema. Da muss man sehr tief einsteigen. Und das ist noch nicht geschehen in der Kommunikation. Dennoch zeigen viele Verbraucherbefragungen, dass das Thema Fair die Kunden und Kundinnen im Lebensmittelhandel beschäftigt. Viel mehr beschäftigt auf der Handelsseite. Wahrscheinlich auch dank der großen Vorarbeit der Weltläden und all der Organisationen, die durch Herrn Kunz mit aufgebaut worden sind, ja, da muss man vom Handel her drauf gucken. Aber dass das über die Kette geht, da muss man die Kunden mühevoll mitnehmen und das ist ein ganz aufwendiges Verfahren, wo Partnerschaften entwickelt werden, am Point of Sale, die Sachen gemacht werden, Bildungsveranstaltungen gemacht werden, mittlerweile sogar mit Bewegtbild junge Menschen in den Kindergärten und in den Schulen beglückt werden rund um diese Werte. Ich bin da etwas skeptisch, weil diese ich bin selbst Vater von 5 Kindern und die Belastbarkeit junger Menschen mit Informationen ist nicht so hoch. Ich kann nicht sagen, dass ich erfolgreich war, obwohl ich vor 25 Jahren zu den Mitmachern in der Bio-Pionierszene gehörte. Du hast es erzählt, die haben uns auch in Landwerkstätten sind da gegründet worden. Wir haben da als Think Tank gearbeitet und all das Wissen bereitgestellt, weil das war ganz und gar nicht klar, wie sie bei einem Betrieb auf 200 Hektar Größe das auf einmal alles ökologisch machen sollen. Gab es gar nicht. Die Phase da war, die größten Betriebe waren 22 Hektar, Biobetriebe. Da gab es ganz viel Schelte, weil eben da auch eine der Problematiken, und damit möchte ich dann jetzt auch schließen, schon kam, geht es nur unter bestimmter Größe oder nicht? Und wie ist dann die Größe? Oder kann man heute modern gesprochen Größe mit gut gemanagten Netzwerken kompensieren? Fragen, die uns in der Wissenschaft beschäftigen, die meine Doktoranden beschäftigen. Ja. Es ist so, wir haben im Biobereich in der Kopplung mit Fair und anderen Werten eine Kette unter Wertgesichtspunkten einigermaßen geschlossen. Produzieren, verkaufen, konsumieren, weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt noch die ganzen Slow-Food-Convivien mobilisieren und sagen, so diese wunderbaren Bio- und fairen und regionalen Produkte müsst ihr Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt auch langsam und kunstvoll genießen, zelebrieren und also beim Verbraucher ist es zwar kommunikativ irgendwie gelandet, aber natürlich noch nicht auf dem Teller der Umgang. Also genauso wie es für mich offen ist, die mediale Gestaltung, die Kommunikation, darum ist es auch offen, da gibt es jetzt einen bestimmten Ess- und Ernährungsstil, der fair ist. Fragen Sie sich das selber, Sie essen ja und trinken, wie wir alle, mehrfach täglich. Was würde den qualifizieren? Wie kommt das eben in die Haltung, von der Norbert Kupfer immer wieder spricht? Wie geht das? Und da, an den Stationen ist es, wo wir kaufen und motiviert sind rund um den Landwirt fair, wo wir essen, zubereiten. Wenn wir nichts mehr wegschmeißen, ja, 40%, Sie natürlich nicht hier, der Lebensmittel werden aus deutschen Haushalten am Ende einer Woche weggeschmissen, weil sie irgendein Verfallsdatum erreicht haben. Wenn wir das nicht mehr tun, wem gegenüber sind wir dann fair? Also ich nehme das eher so wie ein Koan immer. Ja, das sind teils unbeantwortbare Fragen. Aber es lohnt sich, da drin zu verweilen und zu gucken, was macht das mit mir als Konsument und Konsumentin, als Essenden, als Trinkenden, vielleicht als Gelegenheitskocher, Köchin, was machen solche Fragen mit mir? Und darüber hinaus gibt es natürlich systemare Fragen, mit denen möchte ich dann definitiv jetzt schließen. Erstens, wie richtungsweisend oder modellhaft für andere Formen der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft wird dieser Teilbereich, über den wir jetzt gesprochen haben, reicht es, dass Lidl zum Beispiel eine Fairline unter tausenden anderen hat. Zweitens, werden von den kleinen Märkten, von diesen Nischen, gar Impulse aus der Lebensmittelwirtschaft auf andere Branchen überspringen? Können Sie sich, meine Damen und Herren, eine faire Energiewirtschaft vorstellen? Wie geht es mit den steigenden Preisen, die ja alle wegen Öko steigen sollen? Faire Energiewirtschaft, faire Mobilitätswirtschaft. Faire Bau-, Textil-, Elektronikwirtschaft. Da
haben wir alle viel zu tun. Ich bin so glücklich, dass die Fairness-Stiftung Vordenken zeigt. Drittens bleiben natürlich gerade mit Blick auf die bestehenden Fair-Aktivitäten innerhalb der Bioszene wettbewerbsrechtliche Fragen. Die sind nicht trivial. Hinsichtlich fairer Preisfindung, denn am Ende geht es darum, über die Kette, bei Akteuren, die wollen alle davon leben. Sind das jetzt Absprachen und wie wird der Wettbewerb dadurch beeindruckt und verändert, gestaltet? Das wird jetzt alles noch toleriert, weil die Größenordnung einfach minimal ist. Aber sollte das wirklich mal kettenübergreifend in eine Gestaltung kommen, wird man da mehrere Rechtsgutachten brauchen. Was heißt das denn rechtlich, dass dann Lieferanten Planungssicherheit haben, dass da Absatzgarantien sind? Das durfte bisher nur der Staat geben. Das nannten wir bislang Subventionen, die gibt es nach EU-Recht nicht mehr. Absatzförderung, aber keine Subvention. Gar keine Garantien mehr. Also wer lässt sich dann auch wie tief in die Karten gucken? Ganz schwierig. Und zu guter Letzt aus der Sicht philosophischer Ethik will ich dann doch auch noch anfragen, ob nicht gerade in Europa mit Gerechtigkeit und Gerechtheit ansetzen möglicherweise mehr bewirkt werden kann, als in der bislangen Diskussion um den Fairness. Ob möglicherweise nicht dann doch, zumindest in Europa, an einem staatlichen Ordnungsrahmen mitgearbeitet werden müsste, auch und gerade von der Fairness-Stiftung. Und das Setzen auf Selbstbindung in und zwischen Unternehmen, ob das wohl wirklich ausreicht? Gerade wenn man an klimagerechte Produktion denkt, also an übergeordnete Themen, die irgendwie inkludiert werden müssen. Da ist viel zu tun, packen wir es an. Ich hoffe, in der Diskussion können wir einige weitere Klärungen vornehmen. Darauf freue ich mich. Danke.